Gut, wir fangen jetzt mit dem Briefing an. Es ist so, wir sind jetzt schon seit 3 Monaten im Einsatz. Das ist jetzt der 7. Einsatz, den wir hier tun werden. Unser Primärziel ist es, Helis zu zerstören. Koordinaten gebe ich dann noch ganz länger durch. Ist auch gleich mit Luftabwehr zu rechnen, aber es ist keine Sam oder sowas, also Magic. Halt trotzdem die Augen offen, kann alles passieren. Die Helis sind soweit unseren Informationen noch nicht flugbereit, weil die Crew einfach noch nicht vorhanden ist. Könnte aber passieren, dass sie flugbereit sind, deswegen müssen wir einen schnellen und sauberen Airstrike machen. Und ich würde mir schon sagen, dass das Magic gut hinkriegt, deswegen ist mein Vorschlag für dich, Magic, dass du den Cas 1 Loadout nimmst. Wenn du was dagegen hast, dann sag das, dann können wir das natürlich auch ändern. Unser Sekundärziel ist es, einen Offizier festzunehmen. Und wir können ihn entweder lebend oder tot oder lebendig packen. Der Offizier ist erkennbar an einem glänzenden Revolver. Leider konnte mir keiner sagen, was für ein Revolver, ob es ein goldener oder silberner ist oder aus Platin oder weiß der Geier was. Das wissen wir nicht. Er hat einen Revolver. Achten Sie bitte darauf. Das geht an die SF-Jungs. SF, ihr koordiniert den Airstrike. Ihr werdet von Saber eingeflogen. Die Landezone werdet ihr mit Saber absprechen, wo ihr euch am besten denkt, wo ihr rein könntet. Mir wurde gesagt, aus östlicher Richtung wäre relativ sicher. Auf der Karte sehen Sie ja auch, dass da blaue und rote gekennzeichneten Stellen sind. Das heißt, hinter Blau Richtung Osten ist unser Gebiet sicher. Das heißt, wir sollten da keine Probleme bekommen. Und darüber Richtung Westen, Nordwesten, das rote Gebiet, das ist nicht sicher. Dementsprechend sprechen Sie sich mit der Landezone ab. Wir hätten auch noch ein drittes Ziel. Es ist aber mehr als sekundär. Das müssen wir nicht machen. Wir haben noch Feindfahrzeuge auf Isla Hansena gesichtet. Und wir können sie zerstören, aber wir müssen nicht. Je nachdem, wie gut das Primärziel läuft. So, meine Herren, noch irgendwelche Fragen? Ja, Sir. Wie sieht's mit der Feindstärke am Objekt Joker aus? Feindstärke am Objekt Joker. Wenn der Airstrike gut läuft, wird da kaum noch was übrig sein. Das heißt, SF, die sind dafür da, um zu gucken, was noch über ist. Wenn sie da Feinde sehen, können sie die natürlich bekämpfen. Was für Feinde? Ich gehe davon aus, dass wir keine Hartziele haben werden, also keine Panzer etc. Es könnten Jeeps vorhanden sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Da hat mir Intel noch nicht so viel zu sagen können. Noch irgendwelche Fragen? Haben wir bis auf ganz lange weitere Luftunterstützung? Wir haben noch Saber in der Luft, die können sie einfliegen und rausfliegen. Wir könnten die Wardgun bemannen und dann hätten sie noch einen Hubschrauber in der Luft, aber keine Cobra oder so. Nicht ganz länger wäre die erste Wahl sozusagen, wenn es jetzt um Airstrikes oder Unterstützung geht. Wahrscheinlich. Von den Piloten irgendwelche Fragen? Admiral, nein, Sir. Nö. Gut, zur Funkaufteilung. Wie immer, Com Channel, das ist die Nummer 1, da sind wir alle drauf und der CAS-Channel wird auf Kanal 5 gelegt. Von da aus wird dann das CAS, sofern es gebraucht wird, drüber laufen. Und da wird auch Richtung Start und Landungen angesagt. Also der J-Check von den SF-Jungs sollte da auch noch einen Ort drauf haben, falls CAS bzw. die Saber-Jungs gebraucht werden. Von meiner Seite her gibt es nichts mehr. Magic, Sie bleiben bitte noch hier. Der Rest kann schon mal wegtreten. Hi, Alter. Oder auch nicht. Achtung, Propeller. Saber? Ja.
Aber sitzt, SF sitzt auf. Jo. Ah, hier vorne. Ja, dann kann ich da gleich einweisen. Wir haben eine Landezone, die befindet sich im Südwesten von Olabongo, markiert mit AP für Absetzpunkt. Das ist Fort Gofra. Erkannt? Ja, erkannt. Ist das nicht ein bisschen sehr nah am Ziel oder nee, an der Danger Zone? Also es ist jetzt nicht so, direkt westlich davon ist zu erwarten, dass dort durch die Hügelkette das gut genug abgedeckt ist, wenn man niedrig aus Südosten anfliegt. Aber ich meine letztendlich liegt da die... Ja, ich wollte den Berg quasi nutzen, da hinter Deckung gehen und dann quasi kurz über den Dächern der Stadt da rein. Genau, aber ich meine, wenn das dir zu arg ist, dann setzt du uns halt weiter östlich oder südlich ab. Ja, nee, das kriegen wir schon hin. Im Zweifelsfall würde ich den Compound weiter rechts nehmen. Ja. Markier's kurz mit einem Punkt. Genau, da müsste ein freies Feld sein, das müsste auch gehen. Also das sehen wir vor Ort, wie wenn da schon Beschuss reinkommen sollte, was eigentlich durch die Hügelkette nicht zu erwarten ist, schmeiße ich euch da raus. Landen oder habt ihr ein Seil? Landen bitte. Jo. Seid ihr alle an Bord? Wir sind. Ja. Drei Mann. Genau. Wunderbar. Liegt der Major noch mit? Nein. Nö. Die Major ist noch hier. So rumgetänzelt. Steigt dann später wieder ein. So, Sichtweite erstmal hochstellen. Berliner, du sagst Command, wenn wir dann irgendwie unterwegs sind, gell? Ja, okay. Das sehe ich gerade noch in die Gruppe. Oh Moment, Elmo, kann ich gerade noch mal kurz aussteigen? Nee. Moment. Ja, alles klar. Tower ist selber 1, wir heben ab Richtung Area Operation. Muss mir auch dringend einen neuen PC bauen. Ganz klar. Lauf mal, Arme ist voll. Commander SF1 verstanden, wir glücken uns. Yes. Yes, here we go. Ach, da stehen sogar Ukulele auf. Ja, hübsch, gell? Ich würde ja gerne Musik laufen lassen, aber die Insler haben das Radio ausgebaut, da wir hier bald fertig sind. Wegen wieder Sparen von GEZ und so, gell? Ne, die haben es ausgebaut, weil sie gesagt haben, der nächste Einsatz steht vor der Tür, da schicken sie schon mal das Radio hin. Na super. So, Hubschrauber haben wir genug, aber Radios nicht. Ja, klar. Na, unser Gunnys Moonstock muss doch was zu hören bekommen, wenn er mitfliegt. Überlegt, was vor kurzem Fliegen in diesem Gebiet noch echt unmöglich war. Wir haben ganz schön aufgeräumt am Boden, die Jungs. Ja. Ja, wir verlassen auch schon die Reisegeschwindigkeit. Gunslinger 1-1, request clearance for landing on Nimitz. Warum will er denn jetzt schon landen? Was ist denn da kaputt? Ich will noch fliegen.
Pass auf, das Haus ist im Weg. Ich setze euch kurz vor dem Compound ab. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock, um diesen Block rumzufliegen. Sieht soweit frei aus hier. Links ist auch frei. Copy. Rechts Baum. Links ist dann aussteigen. Command Silber 1 hat SF abgesetzt. SF 1 für Command, wir sind gelandet und führen unser Auftrag durch. Berliner, schau mal, ob du direkt einen Funkkontakt hast zu Command überhaupt oder ob das über Silber gehen sollte. Ich habe jetzt nichts gehört vom Command. Kannst du das dann über selber einrichten? Ich kann es auch machen, ja. Command hier SF über Case-Kanal, Funkjack. Selbe hier, SF, Radio Checkover. Ja, bitte übermitteln an Command, keinen Funkkontakt auf direktem Weg, übermitteln über Saber. SF am Boden führt Auftrag durch, over. Ja, Saber so verstanden, wird übermittelt. Command hier, SF Saber. Out. Okay, bereit, können. Keinen Funkkontakt mehr zu Command, daher Nachricht selber, komm. SF ja, mit Auftrag aus. Nordwest, ja. Wo tritt Delta-Informationen her? Alles frei. Geht weiter. Zu diesem großen grauen Blockhaus. Genau, da haben wir noch ein bisschen Deckung. Sind wir schon im Feindgebiet? Denke schon, oder? Kontakt 220 Grad kann ich entfernen, oder ist es ein Busch? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts da zum Gucken. 220? Ist ein Busch, oder? Ja. Ja, nur. Es ist nur irgend so was Kleines. Okay, okay. Weiter? Wir sind doch in der blauen Zone, also gehen wir auch weiter. Ja, okay. Ziemlich verlassen aus. Hier wäre ein Eingang. Ich weiß nicht, ob man da nach oben kann. Ich denke, es ist nicht notwendig. Okay. Von hier weiter Richtung West? Ja, machen wir so. Rückfahren.
Oh, was ist das? Nein. Alles frei. Ganzlinger 1-1, Fenster. Wir richten uns mal jetzt mehr nach Nordwesten aus. Nordwest. Pass mal auf, dass du nicht zu weit über die Kuppe gehst. Ja. Also, hier geht's noch nicht drüber, da ist noch so eine Zwischenkuppe. So ein Sattel. Ich würde gerne mal kurz auf die Karte schauen, um mich zu orientieren. Ganz Linger 1-1, Bombs weg. Ganz Berliner. Ja, das ist so ein Zwischensattel. Also ein bisschen flacher. Es klang nach Gott. Ganz Linger schon. In die Luft? Frage ich mal nach. Ganz Linger 1 hier. SF, JTAG, kommen. Wir haben im Feindgebiet große Explosion gehört. Waren Sie da aktiv? Nehmen wir mal die Spitze als Ausgangspunkt oder als Endpunkt. Ja, positiv, haben wir gerade große Explosion gehört. War dann entweder durch Ihre Eingriffe oder durch, weiß ich nicht, Fehlfunktion bei denen. Kontakt. Ah, okay. 20, zwei Mann bewaffnet. Positiv, kann gute Wirkung Rechts auf Ziel bestätigen. 330, einzelner Mann bewaffnet. Positiv erkannt. Vittori, dann pack dich hin, dass du die sehr gut in Sicht hast. Und ebenso Kontakt Richtung Südwest, weit weg. Also Südost ist ja auch noch irgendwas. Südwest in diesen Bunkernstellungen da. Ja, genau. Aber die sind weit weg, wenn wir uns hier in den Gräsern verstecken. Meint im Norden sind welche? Nee, direkt hier vorne. Kommando, alle Kräfte sind jetzt erreichbar. Ja, Nordwest halt. Nordwest, die zwei. Ach du Scheiße. Wow. Aber wir werden uns jetzt mal erstmal kriechend hier zur Beobachtung an der Bahn ausrichten. Ich behalte hier in den Blick. Ja. Ich denke, ganz Linger 1-1 führt gerade nochmal einen Angriff durch. Im Südwesten, mehr westlich. Ja, da ist so eine Stellung. 240 Grad ist ein Mann ungefähr 100 Meter entfernt. Oh ja, das sehe ich. Bombs away. Könnte los sein. Yeah.
Ganzling 1-1, this is SF JTAC. Good effect on target. Good effect on target. Over. Sag mal, diese, hast du vorher da auch einen Helikopter gesehen? Nee. JTAC, copy, send check-in. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie Explosionen aus dem Hangar raus waren. Also dazu nach vorne raus gequalmt. Und jetzt dahinter und habe so Munitionsexplosion gehört. Das heißt, muss irgendwas getroffen worden sein, was auch Munition an Bord hat. Kannst du von deiner Position aus... Moment, sind bei. ...gut in das Gebiet einsehen, denn ich ziele hier auf einen Scharfschützen. Warte mal kurz. Zug ist der weg. Ganz länger mal nur JTAC, SF, good copy on all, standby for tasking, wait out. Also, Ganzlinger hat noch 2 JDAMs und 2 Mavericks dabei, wir können da also noch was anfordern, entweder auf den Hangar oder auf irgendwelche von den Stellungen. Was meintest du, wo hast du noch welche gesehen? Nein, ich habe nur gesagt, ich ziele hier auf den Sniper, der rechts neben uns steht. Und wenn du noch irgendwelche primären Ziele hier auf dem Flughafen siehst, dass du den einweist. Ansonsten gehen wir weiter auf der Hügelkette zu der nächsten Erhöhung und könnten dann vielleicht etwas besser hinter den Hangar schauen. Ja, das genau, das wäre gut. Von hier aus würde ich eigentlich ganz gerne da sind 2 erkannte Stellungen. Einmal hier bei dem Stacheldrahtzaun Richtung 215. Da könnte man eine Bombe abwerfen. Ich glaube, da ist irgendwie, was ist das, so ein stationäres MG oder so. Und Richtung 210. Da sind hinter diese Drachenzähne. Und da ist auch nochmal so ein MG. Siehst du das? Ja, erkannt. Das wäre ein Ziel. Und weiter hinter der Rauchfahne, irgendwas da hinten ist auch noch. Da steht ein Einzelner mit einem einzelnen RPG-Schütze. Ah, und nochmal so ein stationäres MG. Was uns gefährlich werden könnte. Aber ich sehe jetzt keine schwereren Sachen irgendwo. Luftabwehr oder so siehst du jetzt auch nicht, gell? Von hier aus nicht, ne? Nee, dann haben wir da also irgendwelche. Dann machen wir wieder die Stellung platt. Welche hättest du gern? Die beim Stacheldraht oder die hinter mir? Beim Stacheldraht und die bei den Drachenzähnen. Und wenn möglich, dass wir das MG-Nest, das dann mit dran erhängt, oder das dann gleichzeitig mit vernichten können. Ja, ich guck mal, dass ich dann vielleicht so dazwischen ziele, ne? Dann haben wir so einen JDAM im Griff. Für Mavericks haben wir da gerade aktuell keine Ziele. Ausführen. Ja, bin dabei. Nicht geklappt. Verbinden mit Zuflagen. Berliner? Ja? Hier hinten alles ruhig, die 3 Personen immer noch inaktiv. Sehr gut, meine hier vorne auch.
Jetzt hab ich's. Gunslinger 1-1 hier, SF, JTAC, save and ready for 9-line. Juliet, 265, 3 Kilometer, 10. Dishka stationär, 8-Figure Grid, 0297. 9607 NA Nordost 800 South. Save and ready to copy remarks over. Request JDAM Zielmarkierung auch auf Karte übertragen. Report IP inbound. Readback, over. Copy, continue. Wenn ihr irgendwo gepanzerte Fahrzeuge seht oder so, dann wäre das Ziele für die Mavericks. Aber hier am Flughafen sehen wir jetzt nichts. Was doch interessant wäre. Nach der Bombardierung ziehen wir uns dann Richtung Wegpunkt 2. Erkannt. Ja. Weiter. Vielleicht finden wir dann noch Mavericks-Ziele. Continue. Clear Todd. Am
Kann einer von euch Richtung 275 in der Meeresenge gucken, was da steht? Bombs away. So drei Schreien. Achtung, gleich fliegt Jaden. Ja, das ist ein einzelner Soldat. Confirm Splash. Ganzlinger 1-1 BDA. Good effect on target. Ziel zerstört. Vielen Dank. Save and ready for next mission over. Next mission line 125 wie zuvor. Line 6 0295. Disregard. Ich wiederhole Line 6 0295 9591. Line 729 wie zuvor, over. Request JDAM report IP inbound, over. Dieser Einzelne da auf der westlichen Seite von der Landebahn, ist der da noch irgendwo unterwegs? Weggelaufen? Da ist er weggelaufen, sehen? Nee, ach so, da, nee, steht da immer noch da. Nur drin. Soll ich den ausschalten? Jetzt sehen wir da hinten in der Meeresenge im Wasser treibt. Da drüben. Cleared hot. Wo tritt jemand im Wasser? Hier schon im Westen in der Meeresbucht, da steht er im Wasser. Nee, nicht, da ist der Berliner im Weg. Oh, Bombs away. Ganzlinger 1-1 hier, JTAG, confirm splash, standby for BDA. Ah. Leider war das nichts. Ganzlinger 1-1, die Stellung ist zerstört, der Soldat ist noch aktiv. Ich denke, wir kommen so auch zurecht. Wenn ich es richtig weiß, dann haben sie nur noch Maverick. Ich gebe das frei auf einen Suche nach feindlichen gepanzerten Fahrzeugen und danach Vorschlag von mir neu aufmunitionieren mit LGB kommen. Ja, positiv auf Zielgebiet Joker und Spider's Nest keine Fahrzeuge erkannt. Potenziell weiter nördlich und westlich von uns. Alina? JDG out. Ja. Magst du gerade noch ein paar Targets auschecken hier hinten? Ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, oder? Nein, wir werden jetzt keine Aufmerksamkeit auf uns tun. Wir werden jetzt weiter Richtung Richtung 2. Wir werden uns jetzt den gleichen Weg erstmal wieder zurück bewegen. Ja, Deckung können wir jetzt machen. Von dem Hang und dann Richtung Wegpunkt 2. Das ist nicht. Ist das.
Dieser erste Hügel. Ja, ich denke schon. Also da, wo es von gerade von grün zu rot wird. Und da oben, wo die Felsblöcke drauf sind. Ja, genau. Ja, da wo Stein. Genau, Stein. Okay, sollen wir? Ja, ja. Mein Sniper hat sich nämlich gerade aktiviert. Ja, bei mir liegen sie. Also die legen sich hin, stehen wieder auf und chillen dann wieder. Ja, dann kommen wir uns. Ja, dieser ist schon los. Commander SF, einmal Status. Command hier SF. Status grün, bewegen uns aktuell auf WP2, wie auf Karte markiert, zu, befindet sich östlich von Spiders Nest, haben bereits mit Unterstützung von Ganzlinger feindliche Zielstellungen ausgearbeitet, wollen jetzt aus anderen Blickwinkel bestätigen, dass Spiders Nest deaktiviert kommen. Commander SF, so verstanden. Vielen Dank. Weitermachen mit der Mission. Ende. Berliner, deine Helmkamera ist aktiv. Helmkamera ist aktiv. Das war vorerst mein letzter Einsatz in diesem Land ist, darf ich mir nicht das sagen. Ja, hier JTAG, alles klar, vielen Dank. JTAG, copy. Geh mal weiter. Ja, das ist sofort das zwischen Südwesten, so lange wir meine Kuppe rein. Dann geht das jetzt im Windverblick. Dann geht's los. Da weiter westlich. Wenn du die Gebäude sehen kannst, kann er ja die Bitte halt auch mal. Ja, ich sehe die... Hinter uns Kontakt, Ost. Hinter uns wäre doch im Norden. Nein, hinter uns ist Ost. Ist doch egal, guck Ost, wenn ich Ost da. Ja, direkt 50 Meter vor uns. Ist 50 Meter. Ah du Scheiße, ich sehe ihn auch. Dann ausschalten, würde ich sagen. Command an SF, bin kurz außer Funkreichweite, melde mich, wenn ich wieder da bin, Ende. Aber sagt er mir mal, der Garten um sich nicht dort nicht. Er ist direkt vor uns. 80. 80 Grad. Ja, so grün Ockerfarben. Tori, kannst du den lautlos ausschalten? Müsste ich halt näher ran. Ich glaube, USP wirkt auf die Entfernung nicht. Der macht das. Hat er sich hingelegt? Nein. Ich sehe ihn. Sobald er sich umdreht und Ettore da nicht hat, kann ich das Feuer öffnen, okay? Ja, du gibst dann einen sicheren Schuss ab.
Ziel nicht mehr in Sicht. Beine ausgeschaltet. Sehr gut. Ich bleib da mal Richtung West. Also, was ich von hier aus sehe, ist. Ja, so ein MG-Nest, was Richtung Süden ausrichtet, das heißt nicht in unsere Richtung. Und direkt links davon nochmal so eine Dischka-Stellung. Weiter rechts davon ist aber nichts, das sind nur so unsere Drachenzähne. Okay, ich kann hier noch einen aktiven Helikopter sehen. Okay. Vittorio, gehst du rechts von mir? Mach ich. Versuch dich mal da irgendwie hinzupacken, dass du gut Richtung Hangar und also von Süd nach West wirken kannst. Dann lege ich mich gerade vorne an die Kupplung. Berliner? Ja. Also da ist einer bei diesem MG-Nest südlich. Nichts davon in der Stellung. Der ist sicherlich gefährlicher. Und weiter rechts davon steht ein einzelner Soldat hinter der Landebahn, aber der hat nur so eine popelige AK, der kann uns hier auf die Entfernung wenig antun. Ja, zwei Dischkas sehe ich, ne? Ist das richtig? Zwei Stück? Einer am Ende der Landebahn, Richtung ja. Südwest, und einer, die Jaden leider verfehlt hat, ja, genau. Ja, also die zwei müssen ausschalten. Denke ich auch. Ich weiß nicht. Ich würde es von hier machen, vom Hügel. Ich glaube nicht, dass die so zielgenau uns sofort unter Feuer nehmen können. Deckung ist ein bisschen schlecht, aber wir können schnell wieder über die Kuppe zurück, denke ich mal. Wenn es nichts wird. Das war der Plan. Könntest du vielleicht ganz länger anfangen und nachfragen, ob er das schon. Ich frage nach, ja. Ja, ganz lange ja hier JTAG, Frage, Status und ETA für Wiedereintreffen für Cass. Kommt nix. Ist wahrscheinlich gerade nicht in der AO aktiv. Müssen wir unter uns das machen. Gefahr ist ja, dass die Helikopter starten könnten, oder? Der Pilot ist da nicht drin und wenn da einer hinläuft, dann schalten wir die aus, oder? Also dass sie von den Linken aussahen von dem Helikopter, dass da keiner drin sitzt? Naja, wenn der andere qualmt, dann wird er da nicht einfach so stehen und sagen, ich warte hier, oder? Denke ich jetzt mal. Nein, ich kann es jetzt natürlich nicht sehen, aber. Also, es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn da gemütlich einer drin sitzt und wartet, während der nebendran abgeraucht ist, oder? Scheint unwahrscheinlich. Ja, gut. Diesel? Ja? Das MG-Nest auf 220 hast du auch im Blick. Dann im Notfall. 220, genau, das ist das zweite Ziel, ja. Ja, das ist so weit links da, so am Ende. Wir können auch gemeinsam auf die beiden angreifen, wenn Itori und du auf das Richtung 2650 geht und nicht auf das 220. Können wir so machen? Machen wir so. Das ist alles gut. Sehr riskant hier. Ja. Ich richte mich auch mal aus. 2650, also bis das an den Barrikaden war. Ja, du musst okay. Das an den bin ausgerichtet. Barrikaden. Denk dran, ich habe im Nordwesten habe ich noch zwei einzelne Infanteristen. Ne? Ziel im Blick, ausgerichtet und voll bereit. Alles klar, nur noch mal zur Wiederholung. Sollten wir beschossen werden, ziehen wir uns zurück.
Ja? Richtung Ost, ja. Richtung Ost, zurückziehen bei Beschuss. Check. Alles klar, dann Feuer frei. Schutz ausgeschaltet, Vittorio? Ausgeschaltet. Wie sieht's aus mit deinen Leuten im Nordwest? Oh, Beschuss? Wo ist das? Nordwest ist ruhig. Ist da hinten. Einzelner Schütze südwestlich der Landebahn. Ja, schlecht zu sehen, hat sich in Bodenmulde verloren. Gehen jetzt nicht weiter. Wir gehen dann die Hügelkette weiter. Richtung? Zur nächsten Absenkung, also zwischen den beiden Hügeln. Richtung Süd. Genau. Ja. Okay, ich gehe. Abmarsch. Hier SF positiv. Sie in Reichweite, hören Sie laut und deutlich. Kommando verstanden, Ende. Keine Sicht. Ausgeschaltet. War ein einzelner Schütze Richtung. Ja, Moment, ich muss mich gerade mal hier links gucken. Und ich glaube, das war nur ein einzelner. Ja, das war nur ein einzelner. Jetzt nochmal ein Schuss nach. Das habe ich ihn eben auch gesehen. Ja, das rührt sich nicht mehr. Ich schaue da drüben. Weiß ich nicht, liegt da noch unbeweglich. Um den könnte es geschehen sein. Denk, wir behalten langsam Richtung Westen auf die Gebäude bis zur Kuppe vor. Ja, ich hab die Ecke da halb links im Blick. Wenn es irgendwie aufsteht oder so. Vittorio, du bleibst rechts von uns. 280, steht einer auf der Straße oder? Busch. Bestätige Busch. Vittorio, rechts von mir bleiben und dann Richtung Nord-Nordwest abdecken. Rechts, Nord-Nordwest, check. Ich habe den Schützen Richtung 250 auf jeden Fall nochmal getroffen. Schuss aus West. Ein einzelner Schuss. Habt ihr das gehört? Ja, positiv. Schutz aus dem MG-Nest. Vor uns, direkt vor uns unten, ein Mann in Bewegung, auf uns zu rennend.